Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, ich habe die Angewohnheit, mir morgens bei einer Sporteinheit das Heute-Journal vom Vorabend anzusehen. Und während einer dieser Sporteinheiten Anfang 2020 habe ich das erste Mal von einem neuartigen Virus in China gehört. Ich habe weiterverfolgt, wie dort innerhalb von 10 Tagen ein Notfallkrankenhaus aufgebaut wurde. Das würde in Deutschland nie gehen, dachte ich mir damals. Ein paar Tage später wurde berichtet, dass eine ganze Stadt unter Quarantäne gestellt sei. Für Deutschland undenkbar, dachte ich mir damals. Dann wurde festgestellt, dass ein Mitarbeiter einer Landsberger Firma mit dem Virus infiziert war. Und spätestens da wurde mir klar, auch unser Leben hier in Deutschland wird sich verändern. Aber das Ausmaß war mir, wie wahrscheinlich ganz vielen von uns, im Februar 2020 noch nicht bewusst. Jede Einzelne und jeder Einzelne von uns hat ihre oder seine ganz eigene Corona-Geschichte. Ob Mitarbeitende in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hilfsorganisationen, in Impf- oder Testzentren oder der Stadtverwaltung. Ob Familien, ob Kinder, ob Jugendliche, pädagogisches Personal, Seniorinnen und Senioren, ob Unternehmerinnen und Unternehmer, Solo-Selbstständige, ob Künstlerinnen und Künstler. Jedes Mitglied unserer Gesellschaft ist betroffen. Vielleicht waren Sie sogar selbst erkrankt und haben noch mit den Folgen zu kämpfen. Im schlimmsten Fall sind Angehörige aus Ihrer Familie, Ihrem Freundeskreis oder Bekannte an dem Virus gestorben. Hinter jedem Opfer steht ein individuelles Schicksal. Gestorben sind geliebte und nahestehende Menschen, die jetzt schmerzlich fehlen. Ich möchte allen denjenigen, die einen Verlust erlitten haben, an dieser Stelle mein herzliches Beileid aussprechen. Während wir im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 noch für Pflegekräfte abends am Fenster geklatscht haben, motiviert beim Italiener um die Ecke Pizza, Pasta und Tiramisu to go bestellt haben, als Solidarität ein großes und viel gebrauchtes Wort war, sehnen wir uns inzwischen einfach nur noch nach Normalität. Wir sind alle Profis geworden im Umorganisieren unseres Alltags, im Masketragen, im Abstand halten. Und wir sind auch einfach erschöpft und genervt von den Einschränkungen und Regeln, die sich außerdem auch noch ständig ändern und vor allem auch von der Erkenntnis, dass die Welt, so wie wir sie vor der Pandemie kannten, vielleicht gar nicht mehr zurückkommen wird. Unsere Reserven sind aufgebraucht. Aber wir machen weiter. Wir halten durch. Wir beißen die Zähne zusammen. Wir sind oft sogar zu müde, um uns zu beschweren. Das ist kein gesunder Zustand für eine Gesellschaft. Wir Menschen müssen zwischendurch auch Räume haben, die es uns erlauben, wütend zu werden. Uns laut heißt darüber auszulassen, dass wir alles als große Ungerechtigkeit empfinden, dass es uns nicht gut geht, dass wir einfach am Ende sind mit unseren Kräften. Denn wenn wir da ehrlicher miteinander sind, und da schließe ich mich als Politikerin mit ein, nicht nur immer relativieren, nicht nur immer kleinreden, uns vor allem das gegenseitige Jammern auch zugestehen, nur dann nehmen wir uns wieder als Gemeinschaft wahr, als Team. Und nur dann haben wir die Kraft, auch den anderen um uns herum wieder Gehör zu schenken. An niemandem ist diese Pandemie spurlos vorbeigegangen. Am wenigsten an jenen, die einen lieben Menschen durch die Krankheit verloren haben. Deswegen haben wir den vom Bundespräsidenten ausgerufenen Gedenktag, den 18. April, für uns hier in Augsburg zum Anlass genommen, ebenfalls mit einem Gedenkgottesdienst in der Moritzkirche innezuhalten und uns an diejenigen zu erinnern, die leider nicht mehr unter uns sind. Viele Menschen sind in Augsburg an und mit Corona gestorben. Menschen, die unsere Stadt mitgelebt, mitgeprägt und ein Teil von ihr waren. Durch die Pandemie und den Tod dieser Menschen hat sich unsere Stadt, hat Augsburg sich verändert. Nach dem Gottesdienst werden kleine Laub- und Nadelbäumchen in unseren städtischen Forstrevieren eingepflanzt. Jedes Bäumchen steht symbolisch für eine Person,
die in Augsburg mit oder an Corona verstorben ist. Und ebenso plant die Stadt die Ausschreibung eines Gedenkstipendiums für Augsburger Künstlerinnen und Künstler. Damit wollen wir Kunstaktionen ermöglichen, die der Trauer um die Corona-Verstorbenen Ausdruck verleihen. Ein Virus regiert die Welt. Dieses einem Science-Fiction-Film anmutende Szenario ist seit einem Jahr unsere Realität und unsere Herausforderung. Und diese Herausforderung wird uns noch eine Weile begleiten. Diese Pandemie ist Teil unserer Gesellschaft. Und auch wenn wir sie aus virologischer Sicht in den Griff bekommen werden, werden wir ihre Folgen noch weiter spüren. Dass wir die Kraft finden, uns auf das zu besinnen, was für uns als Stadtfamilie jetzt zählt, das wünsche ich uns allen.